Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe mir das letzte Mal währenddessen extra Charaktere geholt und habe noch ein bisschen übrig. Da kaufe ich jetzt einfach ein Reittier. 10.800 habe ich noch zur Verfügung. Am besten einfach am Anfang, ja, Ignis Ross oder so. Und dann später erst ein besseres, wenn ich dann noch mehr Geld habe drauf. Und ja, das machen wir jetzt mal. So, jetzt habe ich 6 Charakter-Slots, also kann ich jetzt einen Ritter machen, einen Hexer und einen Schütze und wir fangen mit dem Schützen an. Weil ich Bock habe auf Schütze, weil es mir besonders gefällt, als Schütze zu spielen. Und ja, mal gucken. Ich werde ihn wahrscheinlich jetzt, damit alle auch noch wissen, irgendwie LP nennen oder so. Habe ich Bock. Also, das sind ja meine drei Charaktere. Und wir erstellen einen neuen Schützen. Und zwar möchte ich kurz schauen. Geschicklichkeit 25, was ist der beste? Der hier, der Moloch. Ist der beste Schütze. Dann machen wir auf Verfassung. So. Und Schütze ist, also Bogenschützen ist ausgewählt. Gesicht. Sieht am besten aus. So. Auge, Augenfarbe. Orange. Ja. Und die Haare. So vielleicht. Ja, sieht am besten aus. Haarfarbe nehmen wir. Schwarz, oder? Schwarz, Hautfarbe. Wir könnten dunkel machen, machen wir aber nicht. So hell. Tattoos nehmen wir. So ist schön. Auf einer Seite ist nicht so mein Ding. Oh, so. Oder so. Nein, eindeutig. So. Und wir machen den Charakter. Mittel, oder? Was wäre am besten beim Schützen? Eigentlich schon klein. Nein, wir machen groß. Nein, wir machen mittel. Im großen Schützen sieht die nicht schlecht aus. Macht keinen Unterschied, ob man klein oder groß sind, einfach dass die Gegner weniger schlecht mich anklicken können. Ja, da mache ich klein. So. Und ich probiere mal, ob es geht. Ja, geht nicht. Und wenn ich ihn zusammen. Nee. Und wenn ich ihn so nenne. Wieso existiert er schon? Drago Basler. LP Basler. So. Damit. Ja, die Leute noch mehr wissen, dass ich Let's Playe. So. Sonst kann man das, glaube ich, einfach umbenennen irgendwie. Also, Tipps muss man nicht anzeigen. Yay, von neu anfangen. Juhu, das freut mich. Alles schützen. Yay, das freut mich auch. Dann bist du langsam am Ziehen. So. 1. Monsterschlag, yay! Oh, endlich einen neuen Charakter anfangen. Weil ja der der Jäger ein bisschen mir nicht so gefallen hat. Und der Beshi nicht mehr so nötig war. Habe ich
ja, lange Zeit ja nicht einen neuen Charakter erstellen wollen und können. Und jetzt kann ich endlich einen neuen anfangen mit dem Schützen, der mir total gefällt, irgendwie seitdem eigentlich der Floster mit mir den Schützen gemacht hat. Und ja, dann machen wir jetzt einfach die Quests, ohne dass ich es euch vorlese oder sonst irgendwas. Einfach immer durchquesten. Ohne dass ich jetzt viele Monster angreifen muss oder so. Was ich aber noch möchte, ist ein Reittier kaufen. Und zwar ja schon das Ignisross. Oder das leichte Pferd, aber das sieht so scheiße aus. Ignisross. Dann haben wir noch ein bisschen Xymerin. Wäre das anders? Schatten, Mähne aus Keim. So. Schattenmähne. Gut. Weil dort ein schwarzes Pferd gibt. Also jetzt brauchen wir noch das Ding. Wo ist es? Ja, das ist hier. Stimmt. Oder muss man das hier? Ich weiß es gar nicht. Nicht. Okay, vom Inventar. Stimmt. Da ist es. Das müssen wir noch runterziehen. Machen wir das auf die 5. So. Also absteigen. Und dann den weitesten entfernten schwarzen Käfer angreifen. Damit wir ein bisschen einen Reichweitenbonus haben. Komm, kein Schlagen. Nein, kein, nicht nochmal schlagen. Nein. Frechheit. Ja, ich freue mich, mit dem Schützen zu kämpfen. So. Und jetzt müssen wir ja hier. Und dann da unten die Fackeln anzünden. Einmal hier vom Resten. So. Wir haben Wasserzeit. Ach komm schon. Man sieht es nicht gut. 21:32 Uhr. Aha. Okay. Da können wir ungefähr bis 55 aufnehmen. Bis 21:55 Uhr. So, hier müssen wir noch anklicken. Schauen wir mal, ob hier Gesteine sind. Was müssen wir jetzt das oben auch noch anzünden, oder was? Ah, oh, Mist. Machen wir das zweimal. Haha. Müssen wir wieder nach oben. So ein Kack. Kann man das nicht abkürzen? Ja, man kann es abkürzen, ohne dass die Fackel abgewählt wird. Dann gehen wir nochmals rauf und machen das mal schnell. So, und ja, in nächster Zeit werde ich also den Charakter hier zeigen, der Bogen, also der Schütze dann später. Und immer wenn es dann wieder vorwärts geht, beim Baba kurz reinschauen. Auf jeden Fall werde ich jetzt das Level 53 beim Baba zeigen, das Level 54 dann noch zeigen, wie ich das schaffe. Und sonst eigentlich immer beim Schützen noch zeigen. Und wenn ich dann mal Bock habe, den Hex zeigen, den ich anfange. Ja, Level 2 oder 3 schon, okay. So, Quests. Ich möchte kurz zurücksetzen und dann trainieren. Und zwar noch den Kurzbogen, später dann Langbogen. Überraschungstreffer ist nicht so wichtig. Hier Beweglichkeit an. Okay. So. Da müssen wir. Wohin? Hier. Ah ja, hier.
Ah, der gibt, die gibt uns jetzt einen besseren Bogen, stimmt. So. Handeln am Charakter gebunden heißt jetzt überall. Also wir brauchen mehr Gold für noch einen besseren Bogen. So. Der Trainingsbogen ist dann ab Level 4. Gut. Dann bekommen wir noch ein Panther für ein paar Tage, 10 Tage, glaube ich. So, und hier müssen wir dann ja, die Puppen töten, genau. Und hier den Panther abholen. Ist der permanent jetzt? Der ist permanent geworden. Okay, wusste ich gar nicht. Super. Dann greifen wir mal an. Ich möchte aber noch kurz den Doppelschuss runter. Die anderen haben wir ja nicht mehr. So, niemand schreibt in den English Chat. Wolle kaufe. Ring der Wut. Nö. Schwert des Champions. Nö. Sehr gut, aber ich kann es mir nicht leisten. Ich weiß nicht, ob die andere Übelspuppe dann zu zäh wird. Also, dass sie sich schnell wieder regeneriert. Weil wir machen recht wenig Schaden. Jetzt noch ohne Trainingsbogen. Ja, ist schon zäh. Machen wir lieber die anderen Quests zuerst. Danach die letzte Puppe noch töten. Besiegen. Da haben wir eine Quest. Grünes Tal müssen wir runter. Und sonst ist hier irgendwo. Hey, muss ich da nochmals? Alissa, wieso ist das hier? Ah, die Puppe ist da oben. Da oben ist sie nicht dort bei diesem Ding. Ich dachte schon, wieso ich. Ja, die machen wir noch nicht, die Quest. Die gibt nämlich viel Erfahrung für später. Und wenn wir es jetzt schon machen, ist es nicht mehr so leicht später, das nachzuholen, oder? So mit Level 5 können wir sie da machen, die Quest. Weil jetzt kann man noch schnell leveln. Mit Gegner besiegen und mit Leveln. Oder mit Questen. Aber später nicht mehr so. So, was müssen wir hier machen? Richtung. Okay, dann gehen wir aufs Pferd. Damenschmuck. Schmuck. 4,4K Südi. Wow, jetzt protzt wieder einer. Bist du gut, Ampyro? Wunderbar, du hast 4,4 Südi gemacht. Wunderbar. Ich bin so begeistert, hey. Oh. Nein, protzen darf man schon, aber sobald es nervt, dann nicht mehr. Ha, mich nervt es. Nein, mich nervt es nicht. So. Da müssen wir hier. Wie heißt der? Nashreitei Hafen. Gehen. Okay. Richtung Nashreitei Hafen. Ja, jetzt wechselst du, hä? Vorher war es der Grau. Graues Ausrufezeichen. Die Grauen sind einfach noch nicht für mein Level. So, jetzt besorgt 5 Schiffswrackbeute von Schiffswrackfass. Machen wir das. Die sind hier vorne, bei dem. Ja, die Fässer halt. Bei den Fässern. Das Schiffswrackfass bei den Fässern. Genau. Aha. Und jetzt? Danke, endlich. Die sind noch violett. Also unmöglich. So. Ah, habt ihr das gesehen? Die ist blitzschnell erschienen. Vom Wasser wahrscheinlich ist sie tauchen gegangen. Und dann werden nämlich die Gegner wieder zurück teleportiert. Und dann plopp war es wieder da. So, die Quest haben wir auch. Dann Level 4. Hopp. Wir bekommen hoffentlich genug Erfahrung für Level 4.
Oh, wie das aussieht. Ja. Super, grünes Tal und hier was winziger Salamander, okay. Also, besserer Bogen, jetzt können wir auch die Puppe dann besiegen. Aber zuerst machen wir das mit dem Salamander. Winziger Salamander. Ich will angreifen. Yay, wir haben genug starken Bogen, damit er schon fällt, bevor er uns erreichen kann. Dann ist vielleicht keiner mehr in Shana. Hat wer Port? Warte aber noch, bis Doki wieder da ist. Oh. Okay, dann Shana und 60 WMC einstecken. Einstecken. Okay. So, 3 von 6. Jo, vor allem rennen wir uns sonst eh wieder stundenlang den Kopf im Schaumal ein. Und als erst Schaumal. Nee, Schanarit. Komm schon, Mana, hey. Oh. Wie viel haben wir? 60. Ja, haben wir besser. Machen wir den letzten Schlag mit Doppelschlag. Also Doppelschuss, ja. So, jetzt haben wir noch einen Stab gefunden. Heller Stab des Blitzes. Das ist der beste Stab, den ich mit so einem Level gefunden habe. Level 9. Wow. Mit Level 4 schon einen Level 9 Stab gefunden. Episch. Neja, so ein Scherzkeks. K. Das K im Chat. Wunderbar. Yay, auch Quest erledigt. So, jetzt haben wir wieder die Hälfte. Es geht so extrem schnell am Anfang. So episch. Wir machen ein Level in 5 Sekunden. Oh. So, und dann zu der Übungspuppe und die Übungspuppe töten. Und die Zeit geht so schnell, so langsam vorbei. Schön langsam hier entlang reiten. Okay, keine Geschenke für meinen Charakter. Keine Schätze und keine Gesteine. So, wir gehen jetzt direkt zu der Übungspuppe und töten die noch. So. Ah, da haben wir auch noch eine Quest. Gut. Ja, jetzt machen wir genug Schaden für diese Übungspuppe. Sehr gut. So. Da müssen wir hin. Und jetzt wieder trainieren. Da geht's noch nicht. Da ich auch nicht. Ja, das ist nur so ein Buff für 10 Sekunden. Das bringt's nicht. Sparen wir noch auf und nehmen den Rüstungsfeldpanzer. Ziehen ihn an. Und jetzt könnten wir eigentlich einkaufen. Der Stab gibt sicher auch viel. Den muss ich nicht aufbewahren für den Hexer. Der ist sowieso nur plus 6. Also dann nehmen wir zuerst mal den guten Bogen und die anderen Ausrüstung. Ja. Aber ist der lang? Nein, kurz. Der ist zu teuer noch. Aber jetzt nicht mehr. Mein erstes Premium-Item. Hallo, 7, 10. 9 bis 12 ist stärker, ja. So, dann haben wir noch
ein bisschen Geld für ein paar Sachen, Fellhelm, Fellhose, Fellschulterpanzer, Fellhandschuh. So kaufen wir das. Prima. Also, dann haben wir das. Sind voll gepanzert. So, mal kurz lesen. Oha, wie El gerade heult, weil er mich safe rushen wollte und ich Geringes gemacht habe und er am Wächter gestorben ist. XD. Und dann nochmals XD von Tuyet. Zeki, hast du noch Baba-Akip? Nope, bissl was. Damn. So, jetzt haben wir Level 4 und machen wir jetzt schon die Quest. Die ist so episch. Da muss man kurz da reinreißen und rausgehen. Das ist die epischste Quest, die es gibt in Champions of Regnum. Überhaupt kein einziges Spiel hat bessere Quests. So, schaut euch mal das Fenster an. Da sollte eigentlich etwas stehen. Aber das ist ein Future. Das ist das Future aller Götter. Es steht nichts. Und wenn man jetzt rausgeht, hat man die Quest erledigt. Wahnsinnig lange Quest. Stellt euch das mal vor. Ich fühle mich gerade. Nein, das muss ich. Wahnsinn, dann bekommt noch ein Level und fast zwei Level für eine Quest. So. Also Höllentür müssen gehen. Eine Höhlentür. Und winziger grüner Käfer. Dort gehen wir zuerst zu den winzigen grünen Käfer. Da habe ich einen Moment eigentlich gebraucht, bis ich die gefunden habe, weil die nur einen kleinen Abschnitt ganz unterhalb des grünen Bereichs ist, vom grünen Tal. Und hier oben sind eigentlich schon die kleinen dann. Oder hier. Hundert schon, wow, episch. Hä? Da haben die Sucht ist gar keine Chance gegen mich. Ich mach 100 schon, stellt euch das mal vor. Wir haben ihn schon. Und eine Neuling-Tunika. Die Tunika eines Magier-Novizen, also steht jetzt auch etwas dazu. Wow. Da wurde Champions of Regnum im August ja richtig gut gepatcht. Gab ja so viele Neuerungen. Episch. Ah, mein Sarkasmus wieder. Und der Erfahrungsboost geht weg. So eine Frechheit. Gut. Quest abgeben, nächste Quest machen. Das ist mit der Spinne wahrscheinlich die nächste Quest. Also die hier. Ja, Spinnenkönigin steht sogar dort. Ohne dass ich es gemerkt habe. So, und die schreiben wieder. Bullshit. Okay, hier auch alles Zeugs annehmen. So. Also, da haben wir noch eine Quest zum Weitermachen. Und dann zur Höhlentour. Und mit der Spinne fangen wir dann, hören wir dann auf mit dem Part. Und im nächsten Part geht es dann weiter. So, Delle. Und los geht's. Ah ja, jetzt können wir noch kurz für die Spinne hier noch kurz weiter skillen. Ja, schneller Schuss. Und hier Beweglichkeit. Sehr schön. Nein, der da. Schneller Schuss und Beweglichkeit. So. Ah, jetzt haben wir hier ein Geschenkchen. Einen Schatz für mich. Mit. Hallo? Mit was? Was hast du mir nicht angezeigt? Ja, irgendwie was mit 10.000 Gold oder so. Okay, haben wir Gold bekommen. So. Egett, sieht das viel grässlich aus. Oh, 5 Schaden erleiden. Oh, 4. 3. Oh, 4.
Aua, vier nochmal. Oh, shit, noch drei. Und dann war sie K.O. Ha! Ein epischer Bosskampf. Stellt euch das mal vor, wie episch das war. Ich bin der Sarkasmus. Mensch, der König des Sarkasmus. Die sollten auch von Anfang an das richtig anordnen, so wie die meisten es mögen. Bisschen mit den Fans diskutieren, das Spiel besser machen. Aber nein, niemand hat Bock. Ja, man bekommt ja kein Geld. Die Fans würden sicher viel mehr Geld geben in Rechnung, wenn die Entwickler mit den Fans zusammen entwickeln würden. Aber nein, die sind ja so hinter Top Secret Vorhängen. Und das bringt ihnen nichts, das bringt uns nicht und wir müssen auf ein anderes Spiel warten. Oh. Okay, muss ich kurz schauen hier. Ah, da ist der Allerjahrs Geist. Ja, also, im nächsten Part geht es dann weiter mit dem Schützen und eventuell auch noch kurze Einblendung, wie ich Level 53 mit dem Baba-Ding und erreiche und eventuell manchmal eben Zwischenschnitte, wie ich so ein bisschen level oder wenn gerade eine Schlacht stattfindet mit dem Baba, können wir auch wechseln und mitmachen. Und ja, freut mich, dass ich jetzt immerhin das zu leveln habe. Mit dem Schützen sowieso, weil es schneller geht als mit dem Baba Level 52. Und ja, wenn ihr etwas zu diskutieren habt, ihr könnt gerne mich anschreiben, sei es private Nachricht oder unten eines das Video, dürft ihr gerne alles schreiben, was ihr so lost habt oder fragen wollt. Einfach die bösen Sachen, die werden ausgefiltert, die erreichen mich gar nicht. Und ja, eben Dankeschön fürs Schauen und tschüss.